Leute, Crimex hier, Basketball Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf Gäste Concept Car Brand bei Frontside Car Logo Quiz reagieren. Also auf Deutsch übersetzt, errate das Konzeptauto an der Vorderseite, Autologo Quiz, ja. Darauf werden wir heute reagieren. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir tatsächlich gar nicht mal so schlecht bei diesen Concept Cars. Also lasst gerne ein Like und ein Abo da, ratet von zu Hause aus gerne mit. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem Video, Leute. Let's go. Ich bin gespannt. Bin sehr, sehr gespannt, wie gut wir diesmal sein werden. Gäste Concept Car, also quasi so Concept Cars sind ja so zukunftsmäßige Autos von Marken, die oftmals ein bisschen anders aussehen. Aber oftmals kann man die natürlich auch erkennen, weil die so klassische Elemente von den Autos eben haben. Okay, das erste, ich darf natürlich nicht pausieren eigentlich wieder. Ja, okay, das ist easy, dass dieser Rolls-Royce, dieser One of One Rolls-Royce, den Justin Bieber auch haben wollte, den er aber nicht bekommen hat. Ja, also das ist ganz easy. Ich weiß leider nicht genau, wie er heißt, aber das ist irgendwie so ein Rolls-Royce One of One Concept Future Car. Rolls-Royce 103 EX. Okay, gibt es, glaube ich, coolere Namen dafür, aber naja, so heißt er. Okay, Nummer 2. Ja, das ist auch sehr einfach, dass der Bugatti Bolide heißt der. Ja, auch, ich glaube sogar auch ein One of One. Auch sehr, sehr krasses Ding auf jeden Fall. Sieht ganz, ganz wild aus. Irgendwie so ein Bugatti Hypercar. Bugatti Bolide, ja. Also bis jetzt alles richtig. Okay, waren noch erst zwei Sachen, aber wer weiß. Vielleicht läuft es ja so gut weiter. Okay, das auch sehr, sehr einfache Sache. Das ist der BMW. Und zwar der, der wurde vorgestellt als 100-jähriges, zum 100-jährigen Jubiläum von BMW wurde der vorgestellt. Weiß ich auch noch, da in der Karosserie drehen sich die Reifen so raus. Das ist dieser, genau, Next 100. Ne? Weil BMW da 100 Jahre alt geworden ist, heißt der BMW Vision Next 100. So. Jetzt wird es hier schon ein bisschen schwieriger. Wir haben hier Kia, Mazda, Hyundai, Nissan, also japanische Hersteller. Oh, das ist ganz schwierig. Also ich weiß, dass Mazda teilweise so ein paar Hypercars macht so. Ich weiß es aber nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider gar nicht. Ich müsste tatsächlich raten. Ich sag jetzt einfach mal Mazda, weil ich weiß, dass die so Dinger machen. So steht auch eins in der Motorworld von Mazda. Aber ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier genau ist. Es war Hyundai. Okay, schade. Aber Leute, also bin ich auch echt nicht. Also gerade bei diesen Hypercars, also erkennt man ja nicht irgendwie die Marke so wirklich. Okay, das ist ein Mercedes, das weiß ich. Das ist dieser, ja, mit diesen Leuchtreifen, den wir auch in unserem GTA-Server reingemoddet haben, Leute. Ihr kennt den alle, ihr kennt den. Vision AVTR. Okay, keine Ahnung, warum der so heißt, aber... Bis jetzt, bis auf eins alle richtig, okay? Also nur ein Fehler. Hier haben wir, oh mein Gott, was ist das denn? Also es ist kein Lambo, das kann ich schon mal sagen. Es ist, denke ich mal, auch kein Ferrari. Eine Corvette vom Ding her könnte sein oder Königsegg. Eins von beidem, aber ich hatte Königsegg so ein, ich sag Corvette. Hä? Das war ein Ferrari? Lol. Lol. Ich finde, das sieht null aus wie irgendein Ferrari. Okay, das war jetzt übrigens schon der zweite Fehler. Citroën, Peugeot, Renault. Ich weiß, dass Renault ab und zu mal so Concept Cars macht. Oder ist so ein Infiniti? Ich sag jetzt einfach mal Infiniti. Also quasi, das ist ja so die... Keine Ahnung, was das genau ist. Es war ein Citroën. Yo, okay. Da bin ich auch nicht durchgestiegen. Jetzt schon drei falsch. Wow, was läuft denn jetzt? Wir haben erst fünf richtig. Ich sag Apollo. Also ich muss sagen, hier die ganzen Automarken, bis auf dieses DS Automobils, kenne ich gar nicht. Ich sage jetzt einfach mal Apollo. Es ist DS. Alter, was ist denn gerade los? Leute, jetzt bin ich hier aber am Reinchoken, ne? Die letzten waren jetzt nicht so gut. Okay, den weiß ich aber. Das wird jetzt wieder ein Lambo. Ich finde, das erkennt man aber auch wieder. So an der Karosserieform und so. Da sieht man, das ist so ein Lambo, Leute. Ja, das ist dieser ein bisschen skelettmäßige Lambo. Lamborghini V12 Vision GT. Ich glaube, 6 habe ich mittlerweile richtig. Oder jetzt erst 5? Ich weiß schon gar nicht mehr. Hier, das sieht für mich nach einem Audi aus. Nee. Das ist ein Renault. Das ist ein Renault. Ich habe den schon mal gesehen. Das ist so ein Renault Concept Car. Passt auf, Leute. Passt auf.
krass, ne? Denkt man gar nicht. Renault Tresor. Aber weiß ich auch wegen unserem GTA-Server. Da haben wir öfter so Concept-Cars. Das ist auf jeden Fall ein Audi. Also wenn das kein Audi ist, dann werde ich das Video jetzt hier beenden. Also die Scheinwerfer und dieser Kotflügel vorne und so. Wenn das kein Audi ist, dann bin ich jetzt hier raus, Leute. Okay, nochmal Glück gehabt, sonst wäre ich jetzt hier, sonst wäre ich hier raus gewesen, ne? Aber immer noch 4 falsch hatte ich, oder? 5? Den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Das ist... Ah, aber wie heißt der denn? Den haben wir auch auf unserem GTA-Server drauf, aber ich weiß, da habe ich mir den Namen gar nicht gemerkt. Ist das ein Volvo? Ich weiß es nicht. Ich sag Volvo. Ich sage jetzt einfach hart auf hart Volvo. Ich glaube, das war ein... Oder was, ein Maserati? Ich weiß nicht. Ich sage einfach mal Volvo. Ich glaube, es war irgendwas Verrücktes jetzt. Das war ein Alpine. Renault Alpine. Gehört das zu Renault jetzt, Alpine oder was? Renault mag aber auch diese Konzeptautos da. Das sieht für mich, das könnte ein Opel sein von vorne. Tesla auf keinen Fall. Jaguar denke ich auch nicht. Acura kenne ich nicht. Ich sag Acura. Ich sag diese Acura. Kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber die anderen drei stelle ich mir noch so am unrealistischsten vor. Deswegen Acura. Ja, perfekt, Leute. Hier haben wir mal wieder was richtig. Oh Gottes Willen, was ist das denn für ein Auto, ey? Das ist kein... Ist das ein Lambo? Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie dieser Lamborghini Reventon, den es mal gab. Ich weiß es aber nicht, ey. Was ist das? Alter, was... Also zwei, dieses Apollo und Rimac kenne ich gar nicht. Ich sag einfach mal dieses Rimac, weil das da gerade auftaucht. Das war davor noch nie da. Vielleicht ist das ja... So ein Rimac-Auto jetzt. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, Leute. Es war wirklich ein Lambo. Ich sag noch, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Reventon, aber noch nie gesehen, dieses Concept-Car. Es ist wirklich schwierig, das Quiz heute. Das letzte Mal ist mir leichter gefallen. Ja, okay, das jetzt hier aber wieder sehr einfach. Das ist natürlich ein BMW. Das erkennt man da an diesen fetten Nieren-Kühler-Grill-Dingern da vorne. Vision M Next. Sieht aber nicht schön aus. Finde ich nicht schön, das Ding. 16. Weiter geht's. Ich sag Nissan. Der sieht geil aus. Nissan macht doch ein paar geile Autos. Nissan, Junge. Ja. Nissan Vision GT. Okay. War mal wieder richtig. Okay, wir haben hier zwei amerikanische Autos. Cadillac, Chevrolet, Volkswagen, Mazda. Also VW auf keinen Fall. Mazda weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, Leute. Cadillac, amerikanisches Auto, Chevrolet auch amerikanisch. Boah, ich weiß es nicht, Leute. Aber warte mal, es gibt so einen neuen Mazda, den sieht man abends rumfahren. Der hat auch diese Lichter vorne. Das könnte auch hart auf hart schon wieder so ein Mazda sein hier. Aber hinten dieser... Ah, Leute, das wird aber hinten dieser... Wie heißt denn das? Diese Backen über den Hinterreifen. Ne? Das sieht schon aber wieder so ein bisschen wie bei einem Camaro oder so. Ich sage jetzt einfach mal Chevrolet, komm. Ich sage Chevrolet. Vielleicht ist ein Camaro. Das war ein Volkswagen. Das war ein Volkswagen? Alter. Bruder. Okay, was haben wir hier? Jetzt sage ich Chevrolet, weil das sieht vorne, die Lichter sehen aus wie ein Camaro und wie das so spitz zugeschnitten ist. Das ist jetzt Chevrolet, ja. Ey, besser ist es. Also dann hätte ich mich aber auch gelöscht, wenn das jetzt falsch wäre. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben so circa die Hälfte. Ein bisschen mehr als hier, obwohl das ist natürlich hier ganz klassisch ein Bentley. Erkennt man natürlich sofort an den fetten, runden Scheinwerfern, an dem riesigen Kühlergrill. Das ist natürlich ein wunderschöner Bentley, Leute. Also wenn ich das falsch hätte, dann hätte ich mich aber auch schon wieder löschen müssen. Bentley EXP 100 GT. Und ich glaube, 20 ist jetzt auch schon das letzte hier vom Quiz.
Oh, hier habe ich schon wieder gar keine Ahnung. Ich finde, es hat irgendwie so ein bisschen was von so einem, Toyota Prius von der Form her, deswegen sage ich Toyota. Ja. Sieht echt so ein bisschen wie diese Prius aus, die überall rumfahren, diese Elektro-Hybrid-Taxis. Okay, warte mal, wo waren wir denn circa? Ich glaube, wir waren so 11 bis 13, würde ich sagen. Ich glaube, das ist realistisch. Vielleicht sogar 14 richtig. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir waren gut. Ich glaube, wir sind gutes Mittelfeld. Wie viel hattet ihr richtig, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex.